Da, ja, ich sehe es, ja. Ich gehe mal dahin. Ich grab mich schon zum Eingang. Ihr wisst ja ungefähr in welche Richtung. Wahrscheinlich auf der rechten Seite davon, oder? Ja. Der hat einen Eingang gefunden. Den müsstest du ja eigentlich wissen. Ja. Yatsu, du weißt es oder Yatsu, rechte Seite? Mehr bin ich nicht verpflichtet zu sagen. Ach komm, ich habe einen Bienenhut gefunden, den kannst du haben. Lockes Angebot. Die rechte Seite ist. Dankeschön. Kann ich dir gleich geben. Ich bin gerade hier durchgelaufen, das war scheinbar noch. Nee, ich will den Hut, denn ich finde ihn hässlich. Waren scheinbar noch Überreste vom Bienenkönigin killen. Abgefüllter Honig ist auch noch da. Hast du auch die Herzensfrüchte genommen, die ich dir in deine Kiste gepackt hatte? Ja, ja, ich habe auch ein paar gefunden. Ah, hier rechts. Aua. Doch, So. Schlechte Idee, schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Oh Gott, es ist alles Schlick. Aua, 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 Scheiße. Ja, jetzt wollen wir nicht unbedingt darunter bauen, das ist alles voll Schlick. Nein, wir graben uns ja von unten hoch durch den Schlick. Großer Drüssel, großer Drüssel habe ich abgebaut, ich dachte. Mit Gewalt da durch! Okay, lieber nicht, ich bin fast tot. Oh, jetzt ist hier noch Wasser. Natürlich ist hier noch Wasser. Und noch mehr Schlick. Au, au. Und Wasser. Und. Au, und Schlick. Au, 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 au. Ich lasse nur umgehen, ne? Oh, ich bin super. Ich höre es als die Raumtemperatur, sollte ich jetzt nicht unbedingt darauf anlegen, so gefährliche Touren zu machen. So, ich stehe schon mal drin. Ich habe Tränke dabei, um mir hier Dings anzusehen, ne? Fallen und sowas. Dann gebt ihr mir Rückendeckung und ich baue die ganzen Druckplatten ab. Ach so, stimmt, da war ja was. Ja, Druckplatten. Wie eben erwähnt. Korrekt. Da unten ist Bones. Wieso ist Bones hier? Was hast du? Bones hat geilen Scheiß. Oh Gott! Von was bekomme ich denn dauernd Schaden? Oh. Warum hast du mich nicht gewarnt? Ach, dann bekommst du noch Schaden. Du hättest mir echt sagen können, dass ich da auf Stacheln stehe. Ich hab deine gesehen. Genau, mach mal weiter Licht. Perfekt. Warte. Wir sollten auf den Eric warten. Was nicht laden können, da ich war. Wobei, Druckplatten abbauen ist ja so oder so hilfreich. Ey, au, au, au. Achtung, Stacheln. Ja, danke schön. Ach, du kriegst da Damage. Okay, hier sind viele Fallen. Halt mal darunter, das sind sehr viele Druckplatten, genau. Gutes Gegengewicht, so. Also. Okay, der hier ist auch voll mit Druckplatten. Vorsichtig, bleib hier stehen. Ich seh's ganz schön.
diese Druckplatte. Da vorne ist noch eine Druckplatte und hier sind Stacheln. Ich brauche Hilfe! Lass mich nicht allein! Mann, ich habe gerade was rausgetappt. Au! Hast dich schön draufgestellt, aber ich hab's abgebaut. Links ist eine. Oh. Ich bin auf das Ding gerade gewesen. Oh, David. Ja, das war. Oh. Oh! Tester, nimm jetzt Erik. Oh, David, da bist du jetzt aber drauf getreten. Oh, der Hansreis ist da. Boah, ihr seid alle. Au! Bleib da stehen, Lennart, ich komme. Sage, also das au, ist au, 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 au! Ultra helle Fackel. Ja, das sind Fackeln, die ultra hell sind. Ist Surprise. So, pass auf, jetzt noch nicht darunter, weil da ist noch eine Druckplatte, die wieder diese Kugeln holt. Siehst du die rechts? Ja. So, ich nehme jetzt nochmal einen Gefahrentrank. Okay, hier ist keine Druckplatte. Hier ist eine Druckplatte. Hier sind nochmal Sachen für uns für Sonnenfinsternis beschwören. Zwei Druckplatten. Zwei Druckplatten. Da rechts ist eine Druckplatte neben der Kiste. Du kannst aber die Kiste holen. Da unten ist irgendwo eine Druckplatte noch. Okay. Da drinnen sind noch Tränke, die könnt ihr mal schlucken. Warte mal hier, ich mach dir mal die Druckplatte unter deinen Füßen weg. So, bitteschön. Okay, wo sind Druckplatten? Hier ist so viel Loot, ich sehe die Druckplatten nicht mehr. Da drüben ist noch einer. Achtung. Okay, hab sie. Da oben drauf ist einer. Okay. Au. Das ist ein ziemlich beschissener Gang hier. Der Dschungeltempel ist allgemein viel beschissener als sonst. Zurück, 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 zurück! Das sind Stacheln. Der Boden. Ach so, am Boden. Ich hab gedacht, oben die. Am Boden und in der Decke. Warte mal kurz. Komm mal kurz zu mir. Komm mal kurz zu mir. Warte mal kurz. Hier, schluck den mal. Warum ist irgendwas Sonnentafelfragmente? Damit machen wir die Sonnenfinsternis nochmal, falls wir da noch was farmen wollen. Zum Beispiel meinen Minionstab. Ah, okay. Hast du den schon? Nein. Hier den Raum können wir komplett überfliegen einfach. Okay, über die Stacheln weg. Das ist aber auch eine Druckplatte, muss man aufpassen. Ja. Das ist auch eine Druckplatte.
Sag mal, ist hier schon wieder Bones? Als ob hier schon wieder Bones ist. Ich sehe da unten keine Druckplatte, ich sehe nur Leichenreste. Ich flieg mal drüber hinweg. Bis hierhin. Wo war die Druckplatte? Ihr seid mit dem Herd. Da. Hä? Was hat mich denn getötet? Stachelball, du hast die eine Falle aktiviert, die noch war. Da waren. Das sind zwei Fallenblöcke ganz oben im Raum. Ich hab keinen Bumloch drin bei Nein. Der Tempel ist immer noch so scheiße wie vorher. Immerhin ist der Großteil jetzt zum größten Teil fallensicher. Also wir haben schon einen sehr guten Teil entschärft. Aber knapp. Oh, David. Hier kannst du hin. Das war knapp. Diese Stacheln, die hüpfen aber auch so viel. Von diesen Stachelbällen kommt man aber auch echt nicht weg. Ich hab den gar nicht mehr gesehen. Die sind richtig asozial. Okay, hier sind ganz viele Stacheln. Ist hier noch eine Druckplatte drin? Nee. Nur Stacheln. Ich bin noch einen Bienenstock gefunden. Noch so ein Riesenbienenstock. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Dunkeln ist es besser, die Druckplatten zu sehen. Ja, da drüben ist noch eine. Ja, warte. Alter, ich bin nach oben. Hm? Ja, der Bienenstock ist gegangen, du. Ach, direkt über uns also noch einer. Okay. Oh, ich hol die Druckplatte. Ja, mach mal. Ich werde auch mal für den Erik, für den sicheren Rückweg, hier mal über die Stacheln eine Schneebrücke bauen. Okay, der Raum da unten sieht scheiße aus. Pass auf! Genau, wegen den auf dem Boden. Und über diesen Schütze. Skelettbogenschütze. Och man. Weißt du, ziehst du Scheiße. Also, theoretisch kannst du davon immer getroffen werden, aber du dann stehst dann trotzdem noch auf dem Stein. Alter, ist der Tempel riesig. Erik, wenn du hier bist, ich habe noch einen Wurmloch dran gerade getroppt bekommen. Die kann ich dir dann geben. Ah, ich könnte jetzt auch den Wurmloch dran benutzen, um zu dir zu gehen, aber da kann ich dir nicht mehr geben. Das wäre. Das wär ein richtiger Big Brain Move. Das wär echt super. Druckplatte. Oh, das ist eine Druckplatte. Ja. Da kamen die Pfeile von hinten. Ich habe hier keine Fallenblöcke gesehen, da habe ich gar nicht damit gerechnet. Da hinten. Oh, scheiße, die sieht. Die geht's nicht gut. Okay, kommst du hier ein bisschen alleine gleich? Ich gehe mal ein bisschen rückwärts, um dem Erik entgegenzukommen. Weil der Kampfkraft gebrauchen könnte hier, denke ich. Ja, es geht. Wir haben da alles über die Stachel reingerannt. Ja gut, da brauchst du Anti-Stachelkraft. Das ist die Monsterhunter, weißt du? Das ist der, gehört zu den Leuten, die wo die Fresse kriegen. Den halt.
Ja. Und? Ich war nicht schnell genug da. Ah, nicht du Schaden? Nee, aber Pfeile können vergiften, falls du da dran gekommen bist. Ja, das kann sein. Aber weißt du was, ich... Ja. Keine Angst, das war kein Wurmlochtrag, den ich hier benutzt habe, um hier hinzukommen. So. Jetzt können wir beide nochmal darunter, aber erstmal vielleicht kannst du bei der Nurse noch heilen. Wie sieht's bei dir aus, Herrn? Können wir safe zu dir? Ja. Okay. Hier ist noch kurz eine Nurse und eine Heilung. Runter! Ost. Aber das. Alles unter Kontrolle hier. Okay, ich sehe wieder haufenweise Druckplatten. Eine. Zwei Druckplatten. Ist hier noch eine gewesen? Ja, aber hier sind wieder Stacheln. Drüber hinwegfliegen. Bis hierhin. Hier die Fläche, wo ich stehe, ist sicher. Aber links daneben sind noch Druckplatten. Unter dem Herz, ja, da ist eine Druckplatte. Ja, genau. Und hier links auch noch eine. Okay, und hier sind wieder haufenweise Stacheln. Kannst du hier rüberkommen? Der Raum hier ist clear. Oh. Ein Moment. Okay, verteidigen wir mal kurz den Eric. Ich glaube, der hat was zu regeln. Kommst du da unten zurecht? Ich wurde gerade in eine Falle reingeschlagen. Weißt du, weil sie gerade in Scherben kommt, so ein scheiß Skelettding da von denen. Okay, Eric ist zurück. Achtung, nicht da runtergehen, da bouncen gerade ein bisschen die Dinge. Ja, ich sehe sie schon. Hast du die Druckplatte davon weggemacht oder ist sie noch da? Da links sieht sie noch. Ja. Mein Druck hat jetzt aufgehört zu wirken. Erik, alles klar? Ich bleib noch mal ein bisschen beim Erik, um ihn zu verteidigen. Alles klar, folgende Situation, ich bin da gleich noch kurz weg. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange. Verstehe. Deswegen erstmal schnell gucken, dass wir zum Ende kommen. Und den Kackbosch hier umhauen. Ja, okay, da unten ist die Druckplatte. Druckplatte, Achtung. David. Ja, ich hab's gesehen, ich bin rumgetänzelt. Irgendwas hatte mir eben wehgetan. Stachelnkugeln waren da hinten, okay. Alter, sag mal, kann der Tempel mal irgendwann aufhören? Natürlich sind da wieder Stacheln gewesen, die ich nicht gesehen habe auf dem Boden. Genau, vor dir ist einer. Alter, da unten geht's immer noch weiter. Okay, also, Erik, bist du weg musst, kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Ich sehe jetzt noch auf der Karte mindestens zwei weitere Etagen unter uns. Ja, rush mir mal, ich rush ein bisschen vor.
Hä? Eye of Cthulhu hast du erwogen? Ich hab das in der Kiste gefunden und ich wollte dich da zurücklassen. Mein Inventar war voll. Dachte ich mir, nehme ich mir noch ein bisschen Geld mit. Ja, wurde leider vergiftet. Alter, geht's noch weiter. Also, ich komme gleich mal wieder. Achtung, David, hier sind diese Bounty Balls. Ja, sehe ich. Wir müssen den Golem besiegen und hoffen, dass er uns die Spitzhacke gibt, damit wir das Beschwörungsitem für den Golem mitnehmen können, um ihn zu farmen. Okay, links sind Druckplatten. Okay, direkt unter dir! Spiky Balls! Einer zumindest. Kam einer raus. Genau da, wenn du jetzt bei dir runter gehst, ist eine Druckplatte, rechts von der Holzstatue. Genau, und links von dir wäre dann auch noch einer, ein bisschen weiter. Die einfach mal ignorieren. Gehen wir mal ein bisschen an der Decke entlang. Okay, Stacheln. Hat sich schon erledigt mit der Decke. Ich renne einfach über den Boden. Au, 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 au. Achtung, Druckplatten. Da, ja, und da ist noch eine. Ja, wunderbar. Hier ist noch eine. Rush, also, nevermind. Okay, das tut weh. Ja, und hier links sind Stachelbälle, weil deine Pfeile haben mich auf die Druckplatte geschubst, die Stachelbälle ausgelöst hat. Auch gut. Au. Ach, hier ist er gestorben. Das ist aber ziemlich gut vorgerusht. Ah ja, ich seh's. Ich habe mich direkt auf die Stacheln rechts davon gesetzt. Ein Wurmlochtrank. Okay, der Weg da unten ist ziemlich assi. Gut, dass wir den statischen Haken haben. Ich schätze mal, es geht nach links weiter, richtig? Das habe ich noch nie gesehen! Flammenwerferfallen sind mir neu! Pass auf, bei der linken Druckplatte, da machst du den Flammenwerfer an. Wurmlochtrank, bring ich mal mit für den Erik. Okay, hier sind wieder viele Stacheln. Siehst du das auch unten? Hast du den Tank doch aktiviert? Ach, das ist das. Ach, das ist der Eisgletscher hier unten, okay.
Wait, das ist der Raum. Wir haben ihn gefunden. Jetzt hier noch alle Fallen deaktivieren und dann... Zum Beispiel diese Falle. Das ist jetzt gesehen, du hast eine aktiviert? Ja, könnte so sein. War auch noch eine schön große. Aber ja gut, den Raum hier ausleuchten und die... Ich werde mal, habe ich noch irgendwelche Blöcke, um den Eingang zuzumachen? Ah, welche Blöcke habe ich natürlich? Schlick. Ja gut, wir haben ja nichts anderes abgebaut quasi. Ja, Schlick und Wasser. Nee, ich mach den mit Stacheln zu. So, hier. Da kommt uns jetzt keiner hinterher. So, sind die Druckplatten alle weg? Nee. Genau, das war nämlich die Böse. Okay, wir haben hier jetzt soweit alles. Glaubst du, dass wir den auch so hinkriegen? Das Problem ist, dass der Erik noch auf dem Server ist. Dadurch wird er auf 3 Spielerstärke gepusht. Warte kurz. Ich denke, er lockt sich jetzt für am Bruder, am PC seines Bruders aus hier aus dem Spiel. Das wäre ganz gut. Weil ich meine, da gibt es so einen extra Multiplier, dass Bosse gewisse Anzahl an extra Leben bekommen, je mehr Spieler anwesend sind. Und wenn nur die, wenn nur 2/3 mitspielen, mitkämpfen, ist es etwas schwerer. Ja, gut. So, wenn du bereit bist, dann sag Bescheid. Warte, ich möchte mir kurz Cola einschütten. Hilft dir das bei dem Bosskampf? Nee, ich hab dran. So, bin vorbereitet. Ja, ich bin mir hier gerade noch, ich mach mir nochmal die restlichen Minions, die ich jetzt noch haben kann. Mach mir hier mal den Standturm hin. Schlucke mal ein paar Tränkchen. Sicher ist sicher. Und los geht's. Denk daran, dass du dich auch ein bisschen bewegst. Weil du kriegst schon viel Schaden von dem. Ach, easy. Das war hier der, wie heißt es denn nochmal, mein Fernkämpfer, der beim Stillstehen mehr Damage macht. Okay, ich habe eine Zauberwaffe bekommen und schon mal hier die Käferschalen für deine Käferrüstung, aber wir müssen den noch ein paar Mal machen. Ich habe keine Spitzhackenaxt bekommen, um das Ding mitzunehmen. Ja, warte kurz einen Augenblick, bis ich mich bis heilen kann. Jo, hast du große Heiltränke oder mittlere? Sowohl als auch. Aber ich habe ja auch Passivheilung und das Item, womit ich 25%, glaube ich, weniger cool. Bereit? Ja,